Lämmels. Nimmst einen Eimer mit, dann laufen wir hinter dir her. Lämmels, kommt her. Dies nehme ich so mit. Landwirt Albert Schmidt, 75, packt immer noch mit an. Sag doch mal, sind die schwer? Schwer zu tun haben auch Alberts Töchter. Bald machen ihre Schülerinnen das Reitabzeichen. Man will die ja alle gut durch die Prüfung bringen. Langsamer Oberkörper zurück! Das habe ich mir wohl bald gedacht. Man fiebert ja immer mit den Kindern, ne? Deswegen habe ich auch schon mir eine Tafel Schokolade reingebunden. Ja. Weil ich ja nicht so aufgeregt bin. Nervennahrung. Denn sie haben Verantwortung für fast 100 Prüflinge. Moin. Und auch ein Kreuzfahrtschiff kommt wieder vorbei. 80 Pferde, eine Kuhherde und fast 200 Schafe. Nur weil die ganze Familie mithilft, funktioniert der kleine Betrieb in Zeiten des Höfesterbens. So ist immer was mit den Tieren. Emmys, kommt! Ostfriesland. Eigentlich ist gerade Mittagsstunde. Hanna! Aber dafür hat Albert Schmidt keine Zeit. Notfall vorm Deich. Enkelin Hanna muss mit. Wo sitzt die jetzt wieder bei dem Pferd? Hanna! Da ist eine Kuh ausgebrochen. Ihr Hof ist einer der letzten direkt an der Unterems. Neben einem Campingplatz mit Segelhafen. Von der Marine haben sie angerufen. Ja, Kuh ist raus. Wollen wir mal einen Deich laufen? Ja, da laufen wir da hin. Das hat sowieso noch ein Schaf gelahmt, da müssen wir noch im gucken. Eins? Ja, eins ist da. Kann sein, dass da noch einer drin sitzt. Um es besser versorgen zu können, hatte Albert das Schaf von der Herde separiert. Oh, da kommt aber noch was, oder? Ist sie noch am Gang? Es scheint fast so, denn das Schaf hat die Nachgeburt noch nicht ausgeschieden. Komm, Zippi. Soll ich die mal auf die Seite drehen? Willst du noch mal reinfüllen? Kann ich nachher, wenn wir wiederkommen. Die hätte eigentlich raus sein müssen schon. Lahm ist ja schon 3-4 Stunden alt. Kommt bestimmt noch ein zweites. Da muss ich nachher noch mal fühlen. Aber jetzt muss ich erst hinter die Kuh hier. Albert ist seit mehr als 50 Jahren Deichschäfer. Die Situation hier in der Ablammstation kann er einschätzen, aber nicht, was die ausgebrochene Kuh treibt. Das passiert zwar hin und wieder, aber schwierig wird es, sollte die Ausreißerin dem angrenzenden Campingplatz einen Besuch abstatten. Wo läuft die Kuh denn? Da hinten läuft eine. Jetzt gilt es, schnell die Ursache zu finden, denn oft bleibt es nicht nur bei einem Ausbrecher. Der weiße Pfahl ist abgebrochen, der da liegt. So. Die Kuh weidet bereits an der blauen Bootshalle vom Campingplatz. Guck, die anderen wollen auch schon raus. Jetzt braucht Albert etwas, um sie vom kaputten Zaun wegzulocken. Ich gehe schnell hin und hole einen Radlader mit dem Rundballen und dann sehen wir uns da gleich. Ja, okay. Und das Draht kannst ruhig anfassen hier vorne, da sitzt kein Strom drauf. Das glaube ich dir nie, Opa. Ja, das kannst mir glauben. Bei Strom nicht. Er sagt immer, da ist kein Strom drauf, macht man ruhig. Und ich kriege jedes Mal wieder einen gewischt. Ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht. Die Ausbrecherkuh ist zum Glück noch nicht weit gekommen. Vielleicht reicht ja schon der Smitsche Lockruf. Tiep, 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 tiep. Albert wartet währenddessen in seinem Radlader auf den richtigen Moment. Nee! Nee! Und schon sind es zwei Ausreißer. Mit Mucki ist nicht so schlimm. Die schwarze Mucki ist Hannas ehemaliges Flaschenkalb und zahm. Ah, das sind Brennnesseln. Warte, lass sie mal rein. Dann ist erstmal. Nur noch ein Ausreißer einzufangen. Mucki. Mucki. Merk dein Mucki immer näher. Mucki. Mucki ist zwar menschenbezogen, aber auch dickköpfig. Komm. Pass auf, dass die nicht rausgehen. Bleib du mal da eben stehen, Opa. Lass mich mal laufen. Hoppi, galoppi. Komm, okay. Oh.
Gott sei Dank, ich rufe sie jetzt, ich lasse sie mir nachkommen. Jetzt aber erst einmal Schotten dicht. Jeep, 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 Jeep. Nur Mucki lässt sich nicht so schnell vom kaputten Zaun weglocken. Hanna, klemmst du im Strom ab da? Siehst du, ist Vollstrom drauf. Sitzt Vollstrom drauf? Ja, du sagst ja, da ist kein Strom drauf. Der Weidezaunapparat ist tatsächlich angeschaltet. Wusste es. Jetzt schnell den Zaun provisorisch richten und wenn der Strom wieder fließt, kann keine Kuh mehr ausbrechen. Ist nicht. Ich glaube, dein Prüfer ist kaputt. Das darf doch nicht wahr sein. Ist denn ein Kabel abgerissen? Nee, auch nicht. Die Erdung ist auch weit drin. Ist nicht. Kann ich auch einen neuen Stromapparat herbringen. Oh, da sitzt ja doch Strom drauf, Mann. Hi. Was ist denn mit euch Scheißprüfer? Sie müssen später noch einmal her. Vorerst ist die Herde mit Futter abgelenkt. Also zurück zum Mutterschaf, das gerade wieder gebärt. Oh, sieht nicht gut aus. Oh, oh. Ja, zieh ihn mal runter. Ist sowieso tot. Totgeburten gibt es hin und wieder bei Schafen. Hier muss Albert Hilfe leisten, weil das tote Lamm falsch liegt. Das ist schon länger tot gewesen. Und das Lebende war Gott sei Dank noch davor. Weil wäre das noch davor gewesen, weil der lag auch total schief, ne? Ja, dann wäre der andere wahrscheinlich auch noch irgendwann abgestorben, weil sie den da nicht runterbekommen hätte. So, nun probieren wir den, ob er aufsteht. So, Piggy. Komm her mal aus. Appa! Lassen die noch eben Tag hier drin, gucken nachher noch mal in 2 Stunden. Aber ich glaube, die beiden kriegen das wohl ganz gut zusammen hin. Ihr seid liebe Schafe, ihr seid richtig liebe Schafe. Notfalls muss das Kleine zu den anderen Flaschen lämmern. Hallo meine Kinder! Hallo meine Kinder! Hallo meine Kinder! Hallo meine Kinder! 5 Schafe zieht Hanna bereits per Hand groß, weil deren Mütter nicht genug Milch haben oder ihre Kinder nicht annehmen wollten. Ja, die haben schon Hunger, die schreien schon. Lümmels. Alle 2 Stunden gibt es die Flasche. Hanna macht eine Ausbildung zur Pflegekraft. Nach Feierabend geht es meistens gleich mit der Hofarbeit weiter. Das ist schon schön. Ein bisschen runterkommen, auch auf der Arbeit sieht man ja auch viel. Auch viel Leid und Kummer, wenn man die Praxisphasen hat. Und dann ist das immer ganz schön, wenn man... Auch meine Flaschenlämmer, die geben einem echt viel wieder, ne? Also meint man nicht, aber die sind echt dankbar. Aber nicht die Deichschafe, sondern der Reitstall ist Hauptstandbein des Hofes, den inzwischen Alberts Töchter führen. Im Nebenerwerb, zusätzlich zu ihren Hauptberufen. Der nächste Morgen. Es ist Wochenende. Dann hat Alberts Tochter Alice besonders viel auf dem Zettel. Alles, was sie abends unter der Woche nicht schafft. Dann wollen wir mal, wa? Die Schulponys alle eben rausholen. Die müssen. Ist der Tierarzt dann schon da? Ja. 2 Schulponys müssen zur Zahnkontrolle. Alice ist hauptberuflich Buchhalterin am Schreibtisch. Bürokram rund um den Hof findet auch einfach mal nebenbei statt. Okay, vielen lieben Dank. Tschüss. Gut, dass man immer die Buchführung dabei hat. Ach, das war früher dieses schöne Didelheft. Was ist das? Ein Didelheft, das ist von, keine Ahnung, vielleicht aus den 90ern? Aber in Alberts Notizblock steht alles drin. 61 Schafe, 114 Lämmer. Ich vergesse wohl mal was in meinem Alter. Und nachher laufe ich am Deich und zähle die Schafe und weiß nicht, wie viel ich haben muss. Und so habe ich es immer schwarz auf weiß. Im Schulponystall hat der Tierarzt dem ersten Patienten bereits eine Beruhigungsspritze gegeben. Alis Schwester Silke hat dabei geholfen. Alle anderen Pferde dürfen weiter frühstücken. Stute Elsa ist zum ersten Mal bei der Zahnkontrolle. Bis jetzt macht sie es noch ganz gut, sie ist ja ganz brav dabei. Aber vielleicht hat sie auch super Zähne und wir brauchen gar nichts machen. Das findet der Tierarzt durchs Fühlen heraus. Einer von euch beiden kann ja mal reinfühlen, wie... Silke, bist du?
Vor allen Dingen oben außen. Ja. Ja, wie da. Spitz es ist. Ja, ja, ja. Oh. Das kann man richtig. Ja, ich habe das. Das ist hier, echt schön. Ne? Ja, auf der, ja. Genau, auf der rechten Körperseite. Mehrere scharfe Kanten. Weil Zähne von Pferden ständig wachsen, sich aber durch Heu und Gras nicht gleichmäßig abnutzen. Anders als bei Wildpferden, die an Bäumen und Büschen nagen. Deshalb muss der Tierarzt die stehengebliebenen Ecken abschleifen. Für das Pferd ähnlich wie ein Zahnarztbesuch beim Menschen. Der frühe Termin, um Elsa bei ihrer ersten Kontrolle nicht zu stressen. Sonst sind jede Menge Kinder hier, viele aus der Nachbarstadt Leer. Halb Leer wird hier ja groß als Kind, ne? Pferdetechnisch. Und dann finde ich das ganz gut, wenn wir das so mitkriegen. Ja. Die helfen auch gerne mit. Und dann wollen sie alle Tierärzte werden. Das ist tatsächlich so. Also ganz viele, auch Schulpraktikanten sozusagen aus dem Gymnasialbereich. Und wenn sie dann Tiermedizin studieren, die sind hier geritten. Ja, tatsächlich. Und die kriegen alles mit. Nicht nur die Pferde, auch die Rinder, auch die Hühner und die Schafe. Und das ist eben das, was ich so toll finde. Dieses komplette alles. Ja. Bald gibt es für die Reitschüler wieder etwas zu bestaunen. Denn Albert ist nicht nur Pferdezüchter, Deichschäfer und Viehhändler. Er hält auch Geflügel und erwartet Nachwuchs. Im Hühnerstall brütet eine seiner Laufenten. Was ist da damit los? Die Ente regt sich nicht. Aua, du, passt doch auf, ne? Albert hätte gerne einmal das Nest kurz kontrolliert, aber das wird nichts. Irgendwas soll wohl kommen. Nebenan üben die Kinder. Bald ist Reitabzeichenprüfung. Hallo. Du, kannst du mir gleich noch eben helfen auf dem Springplatz? Ich muss noch ein paar Hindernisse dahin haben. 2 Stück bloß, weil die noch durchs Wasser reiten müssen. Traut ihr euch das durchs Wasser? Wollen wir das gleich mal testen dann, ne? Ja gut, wollen wir mal gucken, ein bisschen einteilen. Bei einer Prüfung werden erschwerte Bedingungen herrschen. Deshalb muss Silke die Ponys so einteilen, dass die Kinder wirklich sicher über die Hindernisse kommen. Denk daran, dass sie auch eben eine kleine Springgerte immer mitnimmt gleich, wenn ihr aufs Pferd geht. Und du nimmst Uri, dachte ich. Und du Sunshine. Da brauche ich aber, glaube ich, keine Gerte mehr. Nein, nee. Dann springe ich vom Platz runter. Ja, wir versuchen das mal. 80 Prüflinge gibt es insgesamt. Diese Gruppe übt für das Abzeichen Pferdeführerschein. Dazu gehört korrektes Verhalten auf der Straße und im Wald. Nicht mal hin. Ja, so ist gut. Man fiebert ja immer mit den Kindern. Ne? Und das ist ja auch mit Springen dann und mit festen Hindernissen. Und kommen sie dann klar mit dem Pferd gleich und spielen die Pferde dann auch mit dann. Ja, das ist immer, doch ist schon so aufregend dann. Ne? Man will die Kinder ja alle gut durch die Prüfung bringen. Das Ausreiten wird auf dem großen Geländeplatz mit Naturhindernissen simuliert. So, einmal dahinter her. Die Reitschülerinnen lernen, aufeinander zu achten und mit Stimme und Handzeichen klar zu kommunizieren. Dann sag, Mira, sagst du, Achtung, Terab. Mira, Handzeichen nicht vergessen! Denn die Prüflinge müssen auch eine Reitgruppe sicher durchs Gelände leiten können. Du musst das immer wieder sagen, weil in so einer Gruppe zu leiten, das ist auch nicht ohne dann. Und auch dieses Springen, ne? Man muss den Kindern immer Tipps geben zwischendurch. Und mach mal Richtungsänderung, Hand heben, Achtung! Achtung, Richtungswechsel! Mira, die Hände müssen ganz nach oben hin. Nicht nur einfach für dich so hochhalten. Es gibt auch mal Reiter, die Urlaubsreiter und so, die kriegen das alles nicht mit. Immer laut und deutlich reden. Das ist ja auch nicht nur, dass sie das hier machen, sondern auch für später, wenn die in anderen Reitställe reingehen. Und nochmal. Langsamer Oberkörper zurück. Das habe ich mir wohl bald gedacht. Merlin, komm ihm einmal vor. Alia, Oberkörper zurück. Merlin, ein routiniertes Geländepferd, zeigt dem etwas unsicheren Sunshine, wo es lang geht. Ja, super, der springt das wohl. Der muss bloß im Anlauf. Super! Noch 2 Wochen bis zur Prüfung. Für andere wird es heute schon aufregend. Lemmels. Oh, die hören dich ja. Winnie. Nimmst einen Eimer mit, dann laufen sie hinter dir her. Laufen so, glaube ich, mit. Nee. Wollt ihr raus? Hm?
Die Flaschenlämmer dürfen jetzt zum ersten Mal in ein Außengehege. Sie sollen jetzt ein bisschen Gras und Wasser schon mal kennenlernen. Hanna meint ja, sie laufen sie hinterher. Ich guck nur, wie sie das macht. Lemmels, kommt. Carlo. Oh. Du, die sind jetzt schon beim Gras am Nippeln. Kommt her. Ruf sie. Der Opa hat die Weinlümmels da. Die wollen nicht. Du musst einen hochnehmen. Nimm den leichteren. Zick, 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 zick. Mäh. Diesen nehme ich so mit. Och. Sag doch, was sind die schwer? Komm schnell, komm schnell. Das klappt aber gut. In diesem Auslauf werden die Lämmer langsam auf ihr Leben am Deich vorbereitet. Ja, man kann sich hier mal ein bisschen. Haben auch ein Dach über den Kopf, wenn es regnet. Noch ein bisschen kuscheln, bevor es morgen für Hanna zurück in ihren Arbeitsalltag ins Krankenhaus geht. Dann hält ihr Opa auf dem Hof die Stellung. Denn am nächsten Morgen wird ein neues Kreuzfahrtschiff von der nahegelegenen Werft zur Nordsee überführt und dazu der Fluss aufgestaut. Das passiert mehrfach im Jahr. 20 Hektar Land hat Albert Außendeichs. Ein Teil davon ist jedes Mal überflutet, wenn das Sperrwerk für die Überführung schließt. Manchmal wird sogar zusätzlich Wasser in den Fluss gepumpt. Ich traue dem Braten noch nicht richtig. Da läuft es gerade über die Ufer. Albert muss den Wasserstand genau beobachten, denn hier stehen Pferde und Rinder. Guck, meine Kühe, die sind hier vorne. Soll da wohl eben hinlaufen, ob sie alle da sind. Denn aus der Ferne sieht Albert im hohen Sauerampfer keines von seinen Kälbern. Tiep, tiep, tiep. Die Ländereien haben durch die unzähligen Aufstauungen des Flusses gelitten. Das hat mit Natur nichts mehr zu tun. Ne? Die Sauerampfer, hier brütet kein Tier, kein gar nichts drin. Wenn Wasser aufgestaut wird, dann bleibt das meist 2-3 Tage stehen. Und dann setze ich das Schlieg ab und kommt auch fast kein Gras durch. Das Einzige, was durchkommt, sind die solchen scheiß Sauerampfer. Kiep, 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 kiep. Alle Kälber sind da. Noch eine halbe Stunde, bis das Schiff kommt. Aber die pumpen noch Wasser rein. Man kann sehen, die Strömung geht noch so ein bisschen dahin. Kann man an den Gänsen, die da schwimmen, ne? Albert wird jetzt einen Beobachtungsposten am Deich beziehen. Auch weil dort Schaulustige stehen, was die Tiere zusätzlich aufregen könnte. Moin! Moin! Mit so vielen Zuschauern hat Albert gar nicht gerechnet, an einem Montagmorgen. Irgendwo im Getümmel seine Tochter Silke, die auf die Pferde aufpasst. Also das Pferd ist ziemlich aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich das gleich noch im Rhein holen muss. Das sieht ziemlich nervös aus. Nach einem kurzen Galopp kehrt dann doch wieder Ruhe ein. Die Silvanova, im Verhältnis zu anderen Kreuzfahrtschiffen ein kleines Modell. Also ist kein schönes Schiff. Das ist aber nicht so groß, finde ich, oder? Das ist nicht so groß, Papa. 30 Meter breit und 244 Meter lang. Traurige Farbe, kann man wohl sagen. Aber Hauptsache ist nicht so groß wie die anderen. Sonst wäre ja alles wieder überschwemmt gewesen hier. Und jetzt haben sie nicht so hoch aufgestaut. Ist alles gut und schön. Das ist eine Meisterleistung, solche Schiffe zu bauen. Aber die Werft gehörte nicht im Binnenland. Die gehörte an der Nordsee, hätte die gebürst hinter Emmen. Das nächste Schiff soll wieder richtig groß sein. Dann also wieder überflutete Weiden. Aber erst einmal zurück zum Alltag. Ein paar Tage später sind die Entenküken da. Und gleich kommt der Schafscherer. Hallo? Vorher will Albert in Ruhe frühstücken. Aber auch in der Küche herrscht Kükenalarm. Er hat die Küche vollgeschissen. Deshalb ist Alberts Frau Anna auch ständig am Wischen. Die Küche wurde kurzfristig zur Aufzuchtstation für 3 Hühnerküken. Siehste, das ist euer Frühstück. Ne? Jeden Morgen erst ein Zwieback. Siehste wohl. Anna musste notgedrungen die Rolle der Ersatzmutter übernehmen.
Albert hat mir Ente Hühnereier untergelegt. Habe ich nicht, das Huhn. Gejubelt hast du. Habe ich nicht gemacht, hat das Huhn gemacht. Genau, als wenn Kuckuck ein Ei legt im Vogelnest. So reimt er sich das denn zusammen? Das hat die Ente gemacht. Die hat sein Nest da schön gemacht im Hühnerstall. Und dann, wenn sie ab und zu mal runtergeht, dann ist wieder so ein Huhn gekommen und hat ein Ei dazugelegt. Und das ist das Leben. Anna zieht immer wieder mal verwaiste Küken in der Küche groß. Komm her, komm. Ja, die haben sich so an einem gewöhnt. Wenn du denn redest mit denen, dann kommen sie gleich an. Ne? Das haben sie schon ganz schön raus. Sie wissen schon, wer sich um sie kümmert, ne? Hm? Frisch gestärkt geht es für Albert an den Deich. Schafe zum Hof treiben. Zick, 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 zick. Mit seinem Speziallockruf. Die ganze Familie samt Schwiegersohn muss mithelfen. Zick, 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 zick. Die Lämmer können gleich weg. Auch wenn sie am liebsten bei ihrer Mutter bleiben würden, schließlich ist das die erste Trennung seit ihrer Geburt. Aber in dem engen Gehege ist nicht auch noch Platz für mehr als 100 Lämmer. Guten Morgen. Alle Jahre wieder? Alle Jahre wieder. Super. Alles vorbereitet? Alles. Klasse. Damit die Schafe beim Friseurtermin nicht so zappeln, ist es besser, wenn sie sitzen. Pass auf, die ist ein bisschen wild. Wieso, du wolltest sie doch? Krieg die nicht auf den Arsch. Wie, du kriegst die nicht auf den Arsch? Hanna. Das ist mir unterm Bauch. Am besten ist es auch, wenn du die Büschen schräger hinsetzt. So? Ja. Dass die auf der Seite, auf dem Schinken sitzen. Ja. Und nicht auf dem Steiß. Ne? Ja. Die, wenn die gerade sitzen, das wollen die nicht, aber so auf der Seite. So mögen die das? Ja, so okay. Sind die erstmal entspannter. Warum sitzen die so nicht am Deich? Weiß ich nicht. Jetzt ist Stillhalten angesagt. Zumindest für 2 Minuten. Früher dauerte es pro Schaf um einiges länger. Als Albert seine Tiere noch mit der Handschere frisiert hat. Das macht man heutzutage zwar nicht mehr, aber weil sie zügig vorankommen, bleibt noch Zeit für etwas Nostalgie. Es gibt sogar noch Meisterschaften in der Disziplin Handschere. Du hältst sie fest. Ja, da ist die Schere. Fängst sie an, ne? Halt fest. Eine mühselige Arbeit. Albert weiß noch genau, wie lange es damals bei einem Schaf dauerte. Einen halben Vormittag. Bei 60 Schafen würde es wahrscheinlich eine Woche dauern. Damit es weiter schnell vorangeht, übernimmt wieder der Schafscherer. Die Lämmer sind ungeduldig. Sie wollen zu ihren Müttern. Die wissen genau, wenn ein Lamm bläht, ob es ihr Lamm ist oder nicht. Da muss ja wohl immer so ein bisschen Unterschied sein dann. Meistens müssen sie nicht lange suchen und sind schnell wieder vereint. Jetzt noch das letzte Schaf. Sebastian, machst du da wieder einen Löwen vor, also wie letztes Jahr? Ja. Ein kleiner Spaß, der fast schon Tradition auf dem Hof der Smiths hat. Wenn dann der Wolf hier mal kommt, dann meint der Teufel, das ist ein Löwe. Lass mich mal schnell wegwenden. So eine Frisur gibt es wohl nur einmal in Ostfriesland. Ich sag, Kunde ist König. Noch hat Albert auf seinen Ländereien keinen Wolf gesehen. Aber in der Region gab es bereits Vorfälle mit gerissenen Schafen und Lämmern. Eine Woche später, es ist endlich soweit, Reitabzeichenprüfung. Die Pferde sollen heute besonders schön aussehen und in der Küche die letzte Lagebesprechung. Du, Alice, fangen wir mit Springen an? Wir fangen mit Springen an, ja. Die Kinderreitschule hatte in den 80ern Alberts Frau Anna gegründet. Ein Unternehmen mit viel Verantwortung für Reitschüler und Pferde, gerade an so einem Prüfungstag wie heute. Wir müssen 80 Kinder durchbringen, ne? Ja. 80 Kinder. Und da sind so viele Kinder, die das erste Mal eine Abzeichenprüfung machen. Deswegen habe ich auch schon mir eine Tafel Schokolade reingebumst, weil ich ja nicht so aufgeregt bin. Also ein bisschen aufgeregt bin ich schon, also so länger, also nein, ja. Ich, ein bisschen schon, aber ich glaube, dass sie es alle, sie schaffen es alle. Aber ich brauchte gerade Nervennahrung. Das ist die halbe Schoki wieder weg. Naja. Ich denke mir immer, so diese ersten Prüfungen oder so, das bleibt immer in Erinnerung. Und
Das ist ganz wichtig. Und das habe ich auch Seko und Alice immer mitgegeben, dass sie das vielleicht so weitermachen, wie ich es mal gemacht habe. Dass man den Kindern auch so ein bisschen im Leben mitgeben kann. Ne? Oma macht den Mund auf, direkt wird es wieder sentimental. Ne? Ja, wird ein bisschen mehr. das ist mir wichtig. Das ist mir unendlich wichtig, dass ihr den Kindern auch so ein bisschen was mitgebt. Ihr wisst, wie das so ist. Draußen machen sich die Schülerinnen schon mal warm. Zuerst sind Alis Schützlinge dran, die nun auf einmal etwas zu zögerlich reiten. Muss auch ein bisschen im Galopp bleiben. Sitzen, sehr gut. Und dann geht es schon auf den Platz. Zwei Turnierrichterinnen beurteilen die Ritte. Ganz los rein. 7 Hindernisse sollen die Kinder möglichst fehlerfrei meistern. Bei den Reitabzeichen gibt es ähnlich wie bei Schwimmabzeichen unterschiedliche Leistungsklassen und verschiedene Disziplinen: Springen, Arbeit am Boden und Dressur. Ganze Bahn bei F im Arbeitstempo Trab. Nach den fortgeschrittenen Reiterinnen sind die Anfänger dran. Silkes Schülerinnen auf den Schulponys der Smiths. Denkt dran, dass ihr auch gleich eben eure Bügel einstellt, ne? Ja, so, das ist besser. Das fliegt nicht so hoch. Diese Gruppe erwirbt den Pferdeführerschein. Das ist die Basis, auf der die anderen Abzeichen aufbauen. Jetzt braucht erst einmal Silke seelischen Beistand von ihrer Tochter. Lachen können. Sie soll nicht so böse gucken, sie soll ein bisschen lachen. Ich bin angespannt, Benni. Nun müssen die Reitschülerinnen zeigen, ob sie aufeinander Acht geben und entsprechend reagieren können. Es läuft gut. Diese Kinder haben kein eigenes Pferd, sondern reiten auf den Schulponys der Smiths. Diese Ponys, die sind aber doch alle ein bisschen verschieden. Es sind ja auch nicht, dass man sagt, okay, das sind die Sportponys schlechthin. Ne? Aber sie haben alle, haben sie irgendwas. Jeder Einzelne, der auch wenn er noch so eine kleine Macke hat oder so. Kleine Amba, Rambazamba-Amba. Die Ponys bringen so vielen Kindern das Reiten bei. Denen gehört eigentlich die größte Anerkennung hier auf dem ganzen Platz. Jetzt noch die Theorieprüfung auf dem Pferd. Dann ist es geschafft für heute. Siegerehrung, eingeteilt nach einzelnen Gruppen. Wir kommen jetzt zur Vergabe eurer Abzeichen. Erstmal, das haben alle bestanden. Es hat sich gelohnt, die vielen Übungsstunden der letzten Wochen, die Alberts Töchter nach Feierabend und dem regulären Reitschulbetrieb mit ihren Schülerinnen verbracht haben. Da sitzt viel Arbeit drin. Die meisten Reithallen machen das ja gar nicht mehr. Hier in diesem Umkreis gibt es höchstens noch 2, 3 oder, aber nicht in diesem Ausmaß, wie wir das machen. Und das ist allerhand, dass meine Töchter und Enkeltochter das weitermachen. Ehrenrunde für die Prüflinge, aber ohne Pferde. So, und los, komm! Die dürfen sich nach ihrem langen Arbeitstag erholen. Und was gibt es Schöneres als das Grasen auf einer Frühlingswiese am Deich bei Albert Smith?